Jetzt, wo Doflamingo weg ist, mit wem soll Kaido nun Handel betreiben? Buggys Delivery Service aus dem Oro Jackson Forum hat sich diese Frage gestellt und eine doch zufriedenstellende Antwort darauf gefunden. Welche das ist, seht ihr nach einem kurzen Intro. Kapitel 925 markiert den Beginn von Wanos zweitem Akt. Auf der letzten Seite dieses Kapitels wird uns King vorgestellt, welcher gerade Jack zusammenfaltet. Und dass die Güter von Kuri in letzter Zeit sehr madig ausgefallen sind. Das bringt King dazu, Jack zu fragen. Jetzt, wo Doflamingo weg ist, du weißt, wo es jetzt für den nächsten Deal hingeht, oder? Der erste Hinweis auf den neuen Trade-Partner bekommen wir durch das Namensschema der Beast-Piratenbande. King, Queen, Jack sind alle da, aber Joker fehlt. Wer passt besser zum Namen Joker als unser eigener Narr, Buggy der Clown? Das ist sogar foreshadowed bei Buggys neuem Spitznamen, der geniale Narr. Einen weiteren Hinweis kriegen wir in Kapitel 803. Dort meint Buggy, jetzt wo Doflamingo weg ist und keine Waffen mehr liefert, giert die Welt nach Piratensöldner. Wir haben nun ein Monopol im Kriegsgeschäft. Damit impliziert er indirekt, dass er nun der nächste Ansprechpartner nach Doflamingos Abgang ist. Was die Piratenbande aber nicht brauchen, sind weitere Männer, sondern mehr Waffen. Und auch diesen Part könnte Buggy nun übernehmen. Denn bisher war sein Geschäft sehr von seinen Riesensöldnern belebt. Da die Riesen nun aber beschlossen haben, ihre eigene Bande zu gründen und Ruffy zu folgen, bleiben seine beliebtesten Söldner nun weg. Vielleicht übernimmt er diesbezüglich jetzt das Waffengeschäft, um weiter Gold zu scheffeln. Des Weiteren wäre es doch mega genial, wenn neben ihm auch Caesar Clown wieder ins Waffengeschäft einsteigt mit seinem SAD bzw. den Smile Teufelsfrüchten. Und das würde doch noch mehr passen. Zwei Clowns, die zusammenarbeiten. Vielleicht war Caesars Name auch immer schon ein Foreshadowing diesbezüglich. Und stellt euch mal diese beiden Quatschcharaktere vor, wie die als Team aussehen. Was haltet ihr von der Theorie von Buggys Delivery Service? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Und wenn euch die Theorie gefallen hat, dann checkt seinen Kanal aus. Er ist noch recht klein, aber ich sehe eine große Zukunft. Und lasst ihm doch ein Abo da. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder hier auf Face4TV. Ciao.